Liebe Chefs und Personalverantwortliche, aufgepasst! Wenn Sie bisher mit Ihrem Unternehmen auf Karriere- und Jobmessen waren, dann ist dieses Interview sicher spannend für Sie. Ich bin nämlich heute bei Meet You und das Unternehmen Meet You bietet in Ihrem Portfolio das Produkt auch virtuelle Karrieremessen an. Und im Interview heute mit Corinna Kramer. Hallo Frau Kramer. Hallo Herr Wehm. Danke erstmal, dass ich bei Ihnen sein darf und herzlich willkommen zum Ausbildertalk. Und bevor wir loslegen, möchte ich Sie bitten, dass Sie doch vielleicht unseren Zuhörern, unseren Zuschauern einmal kurz erklären, was denn Ihr Unternehmen genau macht, welche Produkte es anbietet, welche Dienstleistungen und was Ihre Aufgaben dabei sind. Ja, sehr gerne. Also angefangen hat Meet You mit der klassischen Telefonkonferenz, die ja jeder von uns schon mal gemacht hat. Unterstützt durch eine Webkonferenzfunktion und relativ schnell kam dann auch unser Audio und unser Web-Event hinzu. Das ist letztlich dasselbe wie eine Telefon- oder Webkonferenz, aber das Ganze eben betreut. Darauf haben wir uns spezialisiert, dass wir eben als Operator dabei sind vor, während und nach dem Event, das Ganze anmoderieren und eben auch begleiten für die größeren und professionelleren Telefon- und Webkonferenzen. Und zusätzlich dazu bieten wir Webcasts an, Audio-Webcasts, Webcam und auch Video-Webcasts. Und ja, seit letztem Jahr haben wir dort auch unsere eigene entwickelte Plattform, auf der wir das Ganze dann abwickeln. Seit letztem Jahr gehört dann noch die Ubivent GmbH zu uns und mit der Ubivent haben wir ein ganz spannendes neues Produkt hinzubekommen. Das ist die virtuelle Event-Plattform, auch selbst entwickelt und dort, können wir mit unseren Kunden ganz spannende Projekte abwickeln. Und da werden wir im Laufe des Gesprächs noch einiges drüber erfahren. Jede Menge spannende Dienstleistungen, Produkte, die Sie anbieten. Wir wollen genau auf eins heute drauf eingehen, nämlich auf die virtuelle Karrieremesse. Und die erste Frage von mir wäre, was unterscheidet sich denn so zu der physischen Karrieremesse, die wir ja alle kennen? Ja, man kann es sich tatsächlich bildlich schon ähnlich vorstellen wie eine physische Messe. Für den Aussteller bringt es einfach den Vorteil mit sich, dass man eine viel, viel höhere Reichweite erzielen kann. Man kann es sich vorstellen, nicht jeder hat die Möglichkeit, zu einem bestimmten Ort zu reisen und dort die Karrieremesse zu besuchen. Die virtuelle Karrieremesse, die ist ortsunabhängig. Das heißt, jeder Teilnehmer kann sich von überall auf der Welt einloggen und an der Messe teilnehmen. Zudem können viele Gespräche geführt werden, also eine höhere Anzahl von Gesprächen geführt werden als auf der physischen Messe. Natürlich muss man bedenken, dass die weniger intensiv sind. Das kann man virtuell so natürlich nicht abbilden wie auf einer physischen Messe. Dafür hat man aber eben die höhere Anzahl und kann eben schon vorab sondieren. Gleiches gilt im Grunde genommen auch für den Teilnehmer. Der Teilnehmer ist ortsunabhängig, kann von überall aus an dieser Karrieremesse teilnehmen. Das ist natürlich auch für Wechselmotivierte spannend, die vielleicht nicht die physische Messe besuchen, wo der eigene Arbeitgeber am Nachbarstand steht. Und ja, auch dort gilt, man ist erstmal auf der Plattform anonym unterwegs und erst wenn man ins Gespräch geht und selbst sagt, ich möchte jetzt mit dem Personaler mich austauschen auf dem virtuellen Messestand, erst dann bin ich sozusagen nicht mehr anonym. Das heißt, die Teilnehmer sind mutiger. Jetzt haben Sie einen ganz entscheidenden Vorteil im Kampf um die Talente mehrmals aufgezeigt, nämlich das relativ einfache Teilnehmen, das unkomplizierte Teilnehmen an so einer Messe, was vor allem im Rahmen der Internationalisierung, der Globalisierung auch sicher für Unternehmen spätestens jetzt interessant werden könnte, wenn Sie sich fragen, wie kommen wir denn eigentlich an unsere Zielgruppe heran? Und vor allem dann, wenn wir uns im ländlichen Raum irgendwo befinden und die Möglichkeiten, die Gegebenheiten einfach vielleicht noch nicht ausgeschöpft sind zwar, aber man noch nach weiteren Möglichkeiten sucht. Und da möchte ich mit Ihnen jetzt einmal ganz kurz reinzoomen in so eine virtuelle Karrieremesse und Sie bitten, dass wir vielleicht mal uns mal anschauen, wie sieht denn der Weg so aus? Einmal vom Besucher, wie wird er darauf aufmerksam, wie kommt er dorthin und wie läuft sowas ab? Aber natürlich auch aus der Sicht von dem Aussteller, wie wird er dort präsent, wie kann er dort präsent sein? Ja, sehr gerne. Also man kann sich das Ganze so vorstellen, wir bieten die Plattform für diese virtuelle Karrieremesse an und das gesamte Projektmanagement. Das heißt, für den Aussteller oder für den Veranstalter bedeutet es, man tritt an uns heran und wir entwickeln gemeinsam das Konzept für die ganz persönliche virtuelle Karrieremesse. Wir sprechen gemeinsam, wie soll das Ganze aussehen, wer wird die Zielgruppe sein, was soll es für Inhalte geben, soll es Vorträge geben. Genauso wie auch auf der physischen Messe gibt es die Möglichkeit, ein Auditorium anzugliedern, Messestände zu integrieren. Aber das Ganze ist
sehr flexibel. Der Kunde entscheidet, wie sein persönliches Event aussehen soll. Und dann wird das Ganze mit uns gestaltet. Unsere Designer können das Ganze im Corporate Design gestalten. Und ja, wenn das Event dann aufgesetzt ist, dann ist es am Kunden, das Marketing zu betreiben, die Zielgruppe anzusprechen, Werbung zu machen für das Event, einzuladen zu dem Event. Und der Teilnehmer, der wird dann aufmerksam und registriert sich für das Event, bekommt dann seine persönlichen Zugangsdaten und kann dann am Live-Tag sich mit seinen Zugangsdaten einloggen und bewegt sich dann über diese virtuelle Karrieremesse wie auch über eine physische Messe, aber eben bequem von zu Hause am Rechner aus. Ja, wird erstmal begrüßt. Wir können zum Beispiel Begrüßungsvideos integrieren, wo der Teilnehmer sich gleich willkommen fühlt. Er kann sich am Informationsstand informieren, was erwartet mich hier heute, kann sich die Agenda ansehen, was kann ich mir für Vorträge zu welchem Zeitpunkt anhören. Und kann dann eben im Auditorium verschiedene Vorträge besuchen, dort auch interaktiv mit dran teilnehmen, indem er auch Fragen stellen kann über die Chatfunktion. Oder aber er bewegt sich eben auf der Messehalle, wo er dann verschiedene Messestände zu verschiedenen Themen oder verschiedenen Abteilungen, Ausstellern besuchen kann. Dort kann man sich zum Beispiel dann über die aktuellen Stellenausschreibungen informieren oder aber auch direkt mit dem Personaler ins Gespräch gehen, Fragen stellen oder ein erstes Vorab-Interview führen. Jetzt wird es Kritiker geben, ich weiß es. Und deswegen lassen Sie uns doch einmal ganz kurz reinschauen. So, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Der eine oder andere wird sich fragen, okay, alles schön und gut, jetzt kann ich mir so ein bisschen ungefähr vorstellen, aber wer kommt denn da und wer macht sowas? Und vor allem, wer stellt denn da aus? Mhm. Das wäre jetzt der nächste Schritt, wo wir vielleicht mal so reinschauen könnten. Ja, sehr gerne. Dann zeige ich Ihnen einfach mal eins unserer Kundenbeispiele. Wir befinden uns jetzt hier in der Eingangshalle unserer MINT-Map. Das ist eine virtuelle Karrieremesse für die MINT-Berufe, also Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler und Techniker. Die hat jetzt schon 7 Mal auf unserer Plattform stattgefunden, also hat sich sehr etabliert. Und das ist eine Karrieremesse, an der viele verschiedene Unternehmen teilnehmen. Immer mal andere Unternehmen, viele kommen aber auch wieder. Und da schauen wir einfach jetzt mal rein. Sie können sich das so vorstellen, Sie sind jetzt als Besucher, als Teilnehmer eingeloggt und finden sich direkt in dieser Empfangshalle wieder. Sie können hier am Informationsstand sich erste Informationen einholen. Am Live-Tag ist der Informationsstand natürlich auch mit einem virtuellen Standpersonal besetzt, wo Sie dann direkt Ihre Fragen loswerden können und erste Informationen hier mittels PDF oder Links zu verschiedenen Internetseiten bekommen. Die Fragen werde ich wie los? Also wie funktioniert das? Ich stelle die dann in einem Chat? Genau, die stellen Sie dann mittels eines Chatfensters und der Messestand ist dann aber auch tatsächlich von dem Personal besetzt. Das heißt, es handelt sich nicht um einen Chatbot, sondern dort ist dann wirklich gerade jemand vom Unternehmen an seinem Rechner und beantwortet mir live meine Fragen, die ich habe. Mhm. Genau, hier wurde bei der MINT-Map auch eine Agenda integriert, wo wir jetzt keine Inhalte sehen, weil es ja eben ein Demo-Portal ist und das Event nicht jetzt in diesem Moment stattfindet. Aber dort kann ich mich dann als Besucher darüber informieren, was mich heute hier erwartet und welche Vorträge ich besuchen kann. Ist tatsächlich also wirklich so, es ist sehr, sehr, sehr ähnlich zu einer richtigen physischen Messe, also auch mit Agenda, Sie haben vorher gesagt, mit Vorträgen. Genau. Um das einfach nochmal so aufzugreifen. Okay. Genau, da schauen wir jetzt auch gleich mal rein. Hier oben befindet sich in diesem Fall das Auditorium Nummer 1. Dort kann ich dann reingehen und kann mir dann verschiedene Vorträge anhören. Wie gesagt, bedenken, es ist hier jetzt nur ein Demo-Portal. Hier sind jetzt mal 3 beispielhafte Vorträge zu finden. Wir könnten jetzt auch auf einen Vortrag klicken. Und dann würde ich hier ein Video starten. Das ist jetzt ein Video des Unternehmens Bosch. Diesen Vortrag konnte ich dann auf der Live-Messe zu einem bestimmten Zeitpunkt auch besuchen und konnte dann im Anschluss mit den entsprechenden Personen des Unternehmens auch chatten, in einem Gruppenchat oder auch Einzelchats meine Fragen stellen. Das heißt, der Vortrag findet ja auch live statt? Der kann live stattfinden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aus denen die Kunden wählen können. Man kann natürlich ganz normale Unternehmensvideos integrieren. Da muss man natürlich bedenken, das ist das, was am wenigsten spannend ist für den Teilnehmer. Wir empfehlen immer etwas mit einem Live-Charakter. Das heißt, wenn man selber sagt, man möchte nicht live vor die Kamera,
dann kann man auch etwas vorab aufzeichnen und kann das dann trotzdem zu einer bestimmten Uhrzeit abspielen und nach dem Vortrag dann im Chat den Teilnehmern zur Verfügung stehen. Das nennen wir dann Semi-Live oder Mock-Live. Das heißt, der Teilnehmer hat das Gefühl, es ist live, er ist dabei, er kann Fragen stellen, aber derjenige, der eben den Vortrag hält, hat trotzdem die Sicherheit, dass er eben nicht live vor der Kamera stehen muss und das Ganze vorher aufgenommen werden kann. Mhm. Okay. Aber man kann das natürlich auch ganz live machen, zum Beispiel eine Live-Podiumsdiskussion. Ja. Genau, also da gibt es auch wieder viele verschiedene Möglichkeiten, aus denen man wählen kann. Und in diesem Fall haben wir sogar zwei verschiedene Auditorien. Das heißt, es liefen sogar immer mehrere Vorträge auch parallel ab. Also wirklich, wie man es auch von einer physischen Karrieremesse kennt. Okay, ich bin jetzt reingekommen, habe so ein bisschen an der Information bzw. an der Agenda orientiert als Teilnehmer, als Besucher. Wie gehe ich jetzt weiter vor? So wie laufe ich sozusagen Anführungszeichen durch die Messe? Genau, wenn ich mich damit vertraut gemacht habe, welche Vorträge es heute gibt und welche ich mir anschauen möchte, dann gehe ich im Idealfall in die Messehalle, denn das ist das, was mich eigentlich interessiert. Und hier finden wir dann die unterschiedlichen Aussteller mit ihren Messeständen, die ich alle einzeln besuchen kann und wo ich mich informieren kann und mit den Personalern in diesem Fall auch sprechen kann. Bei der MINTMAP handelt es sich um eine große Karrieremesse, wo viele unterschiedliche Unternehmen teilnehmen können. Deswegen sehen wir hier jetzt auch namhafte Unternehmen, die dort Mitaussteller sind. Das Ganze kann man natürlich auch ganz exklusiv fürs eigene Unternehmen veranstalten und dann sich mit verschiedenen Abteilungen präsentieren. Stichwort Tag der offenen Tür. Genau, sowas ist eine Möglichkeit. Viele Unternehmen veranstalten aber auch einen eigenen Recruiting-Tag, wo man dann bewusst wirklich auch Absolventen, Wechselmotivierte auf die Plattform einlädt, um sich konkret zu stellen im Unternehmen zu informieren. Was kann ich mir vorstellen, auch extrem viele Vorteile hat, vor allem für international aufgestellte Unternehmen, aber vielleicht auch für national aufgestellte Unternehmen, die mehrere Standorte haben. Auf jeden Fall. Und es hat auch Vorteile für Unternehmen, die vielleicht nicht so zentral gelegen sind, wo eben der Teilnehmer vielleicht nicht zum Tag der offenen Tür hinfahren möchte, weil er gar nicht darauf aufmerksam geworden ist oder den Weg nicht auf sich nehmen möchte. Und der kann eben sowas dann virtuell besuchen und sich dort den Eindruck verschaffen. Jetzt lassen Sie mich so mal annehmen, ich bin jetzt Besucher, mir leuchtet dieses Magenta-Zeichen der Telekom jetzt hier in unserem Beispiel ins Auge. Ich sage, ich interessiere mich, wie gehe ich jetzt vor, wie gehe ich an diesen Stand, wie komme ich ins Gespräch? Genau, das ist ganz unkompliziert. Sie klicken jetzt einfach hier auf diesen Stand, der Sie interessiert. Und dann auch hier wieder, das Standpersonal ist natürlich gerade nicht anwesend, aber am Live-Tag werden dort mehrere Personen oder vielleicht auch nur eine, je nach Wunsch des Unternehmens, stehen, um meine Fragen zu beantworten. Ich kann hier dann verschiedene Videos integrieren in meinen Messestand, natürlich immer spannend für die Teilnehmer. Oder hier sehen wir jetzt auch als Beispiel die aktuellen Stellenanzeigen. Da kann ich also schauen, ist da etwas bei, was zu meinen Qualifikationen passt und was mich interessiert und kann dann direkt den virtuellen Personalleiter ansprechen und meine Fragen loswerden. Und der Personalleiter hat den Vorteil, dass er auch schon mal abklopfen kann, könnte das passen. Mhm. Wenn das Ganze dann für mich interessant ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, direkt meinen Lebenslauf hochzuladen. So eine Funktion kann man integrieren, sodass dann der Aussteller auch im Nachgang schon erste qualifizierte Bewerbung erhalten hat. Gibt es auch die Möglichkeit, seitens des Ausstellers Teilnehmer anzusprechen? Wahrscheinlich ja nicht, weil die anonym sind, oder? Genau, die bewegen sich so lange anonym, bis sie wirklich auch dann den Stand anklicken. Wenn sie dann aber sich auf dem Messestand befinden, dann gibt es die Möglichkeit, auch die Teilnehmer anzusprechen. Kann ich ihnen weiterhelfen? Findet das Gespräch ausschließlich per Chat statt oder kann da auch irgendwie, was weiß ich, telefonisch oder irgendwie mit einem Bild das übertragen? Ja. Also es ist theoretisch möglich, auch eine Webcam zu integrieren. Allerdings müssen Sie sich vorstellen, dass dort ja unter Umständen auch 30, 40, 50 Teilnehmer gleichzeitig sich an einem Messestand befinden. Von daher wählen unsere Kunden dann doch die Chatfunktion, um sich mit den Teilnehmern auszutauschen. Okay, gut. Ja, ich denke, das gibt Ihnen so einen guten Überblick, einen ersten Überblick, was so möglich ist. Das ist eines unserer Kundenbeispiele. Definitiv, definitiv. Ich schätze, spätestens jetzt kann sich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen, wie das auch wirklich abläuft. Und ich mache weiter mit meinen kritischen Fragen. Jetzt wird
die nächste Frage kommen. Ich spüre es schon förmlich, nämlich vom kleinen oder mittleren Unternehmer, gerade die KMUs, die sich jetzt fragen, naja, jetzt haben wir ja hier die ganz Großen gesehen, ja Bosch, Telekom und so weiter. Ab welcher Unternehmensgröße macht das denn Sinn, dort teilzunehmen? Also die zwei wichtigsten Fragen eines Personalers, ist auch mal von mir, was kostet's und was bringt's? Können Sie dazu noch was sagen? Also was kostet's, können Sie sich vorstellen, ist tatsächlich eine schwierige Frage, denn Sie haben es gerade gesehen, es ist ein sehr vielseitiges Produkt. Ja? Also es ist sehr flexibel, was möchte ich integrieren, wie viele Messestände, brauche ich überhaupt Messestände, brauche ich nur Messestände? Möchte ich ein Auditorium haben, möchte ich einen Live-Vortrag haben? Das ist ein sehr variables Produkt, weshalb es da jetzt keinen Preiskatalog gibt, den ich Ihnen jetzt nennen kann. Spannend wird es bei Ihrer Frage, ist das dann auch für kleinere und mittlere Unternehmen geeignet? Wir haben jetzt gerade große Konzerne gesehen. Ja, das ist es, denn ungefähr 80% unserer Kunden sind tatsächlich KMUs. Und ich denke, die Zahl, die spricht für sich. Mhm. Man muss bedenken, wenn man an so einer Sammelmesse teilnimmt, ja, man hat dann natürlich Konkurrenz, man hat Nachbarstände um sich herum, aber wir beobachten auch, dass das teilweise sogar von Vorteil sein kann, denn der Teilnehmer sieht, oh, da steht ein Unternehmen direkt neben Bosch, neben der Telekom, scheint ja ein spannendes Unternehmen zu sein, wenn es sich dann hier präsentiert und besucht auch diesen Messestand. Ja? Ja. Und gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen, die sagen, wir sind vielleicht nicht ganz so bekannt wie eine Bosch, die sowas exklusiv für sich alleine veranstalten, machen natürlich dadurch extrem auf sich aufmerksam und spielen dort eigentlich in der gleichen Liga mit wie bei den großen Konzernen. Wie viele Messen gibt es denn derzeit so pro Jahr in Deutschland? Kann man das sagen? Gibt es da so eine Zahl? Also wir veranstalten so circa 45 bis 55 Messen im Jahr. Okay, das ist schon mal auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Ja. Mehr als wahrscheinlich jetzt also die meisten dachten, wenn man davon noch nie gehört hat. Glauben Sie, dass solche Formate unter Umständen mindestens mal in einzelnen Branchen die physischen Messen ablösen könnten? Ist das ein Zukunftsmodell? Also wahrscheinlich ja, sonst würden sie es nicht machen. Also es ist immer schwierig zu sagen, was wird in der Zukunft mal sein. Grundsätzlich ist unsere Philosophie aber nicht, dass wir die physischen Messen verdrängen wollen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen das ganz klar als Ergänzung. Wir arbeiten auch mit vielen Kunden zusammen, wo wir parallel zur physischen Veranstaltung noch eine virtuelle Messe veranstalten. Ich denke, derzeit sind wir einfach auf dem Stand, dass das zwar ein wichtiges, innovatives Produkt ist, was die Zielgruppen auch anspricht, aber ganz ersetzen wollen wir die physischen Messen damit nicht. Und jetzt erlauben Sie mir die Fußnote und das muss ich hinzufügen, denn bei mir geht es ja ausschließlich also auf jeden Fall zu einem großen Teil um die jungen Menschen, um die Generation Z, um die 14- bis 24-Jährigen. Und ich vermute jetzt mal, und das ist gleichzeitig auch die Frage, dass genau diese Generation wahrscheinlich eher auf sowas anspringt, aber vielleicht liege ich auch falsch, als die Älteren. So, wie ist der Altersdurchschnitt von Messebesuchern? Also wir haben tatsächlich Besucher jeden Alters auf der Plattform. Natürlich spricht das die junge Generation an, weil das ist das Medium, in dem sie sich bewegen. Ja? Deswegen ist es auch im Bereich Recruiting, im Bereich Ausbildungsmessen sehr beliebt, das Produkt. Denn da kann man einfach die Zielgruppe dort abholen, wo sie sich auch aufhält. Denn die junge Generation ist einfach ist gewohnt zu klicken, sich virtuell zu bewegen. Aber wir haben auch Besucher jeden Alters auf unserer Plattform. Mhm. Wir hatten eingangs kurz besprochen, dass das auch für Wechselmotivierte sehr spannend sein kann. Denn wenn man so eine physische Karrieremesse besucht, dann ist eben vielleicht auch das eigene Unternehmen vertreten. Und dadurch wird das häufig auch von Fachkräften, die schon lange im Unternehmen sind, auch genutzt, um einfach mal zu schauen, was passiert denn so bei der Konkurrenz. Das Ganze ist natürlich für jeden bequem. Und mittlerweile gehört dieses Medium ja eigentlich auch zum Berufsalltag hinzu. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich bin heute auf jeden Fall aus dem Grund auch hier, weil ich immer wieder höre von Unternehmen, dass es tatsächlich in Frage gestellt wird, was Kosten und Nutzen von physischen Karrieremessen anbelangt, was nicht heißen soll, dass die absolut jetzt unnötig sind oder sich in Luft auflösen. Ganz im Gegenteil, sie sind weiter sicher auch wichtig, präsent dort zu sein. Aber ich glaube, man sollte nicht die Trends, die Möglichkeiten verschlafen, die wir heutzutage haben. Und genau dann, wenn es eben um das Gewinnen von jungen Talenten geht, wenn es das Gewinnen um Fachkräfte geht, um die Zukunft des eigenen Unternehmens zu sichern, ich schätze, dann ist das doch wahnsinnig wichtig. Deswegen vielen Dank schon mal für das Interview an dieser Stelle mit Ihnen, die Möglichkeit, da so ein bisschen einzutauchen.
Und natürlich bleiben, denke ich, noch viele Fragen offen für alle, die jetzt Blut geleckt haben, die Interesse haben. Deswegen, wo kann man Sie erreichen? Ja, man kann uns natürlich auf der Internetseite besuchen, www.meetyou.de, oder man ruft uns ganz unkompliziert an. Wir beraten jeden gerne persönlich. Das ist das, worauf wir Wert legen, die persönliche Betreuung. Und Sie finden auf unserer Internetseite auch direkt Ihren persönlichen Ansprechpartner für jedes unserer Produkte. Das heißt, wenn da Fragen offen sein sollten, lohnt sich das für mich. Wenn das aber auch Fragen sein sollten seitens Zuschauer, so, ich will einfach mehr darüber wissen. Die Kontaktdaten verlinken wir natürlich auch in den Shownotes unten. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ja, wünsche mir natürlich gerne, dass Sie dieses Interview, dieses Video, diesen Podcast auch weiterempfehlen, dass Sie gerne Ihre Anregungen auch mitteilen. Was fanden Sie gut? Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Welche Themen sollten wir behandeln? Ich bedanke mich bei Ihnen und bis zum nächsten Mal.